Morgen, Freunde der Sonne. Und zwar haben wir jetzt schon gefrühstückt, ist der nächste Tag. Und ja, die Jungs spielen ein bisschen Frisbee. Ich werde mich nochmal hinten dran machen. Meine Heckklappe geht nämlich nicht mehr auf. Die Zentralverriegelung scheint irgendwie zu klemmen oder irgendwas. Und deswegen muss ich mich da mal ranmachen kurz. Aber das wäre kein Problem, habe ich ja alles selber gemacht. Und ja, wir haben noch nicht entschieden, wer abwäscht und so. Hinten ist noch alles da. Also das heißt gleich wieder Ching Chang Chong, ne? Und dann erstmal eine Runde Frisbee spielen. Achso, und heute wollen wir dann auf die Sommerrodelbahn fahren hier. Ganz in der Nähe gibt es eine und die wollen wir uns mal angucken und dann auch mal schauen, was das kostet. Und dann werden wir uns mal da runterwagen. Und jetzt sind wir an so einer Sommerrodelbahn angekommen. Gucken mal, was der Spaß kostet. Hier gibt es hier auch noch so einen Affenwald. Steht hier auch noch mal. Gucken vielleicht, was wir hier so finden. Sterbebock, Mann! So, wir sind jetzt eben noch eine zweite Runde gefahren, da habe ich die Kamera nicht mitgehabt, weil ich wollte mal ein bisschen risky fahren und das hat echt Bock gemacht, also das kann ich nur empfehlen. Kostet eine Einzelfahrt 2,50 €, wir haben einfach so ein Ticket genommen, dass wir 6 Fahrten hatten für 11 €, haben uns dann geteilt und dann ging es halt gut ab, jeder 2 Fahrten, das langt auch, denke ich, also wer da richtig Bock drauf hat, kann natürlich noch mehr kaufen. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier ist jetzt noch so ein Affenwald. Da wollen wir auch mal kurz gucken. Oder gucken wir jetzt gerade mal, was der Spaß kostet und so. Vielleicht gehen wir da auch noch mal vorbeigucken. Aber Sommerrodelbahn auf jeden Fall machen, wenn ihr hier seid. Gerade gesehen habt, wir waren jetzt noch mal in Malchow in so einem Seebad und da war auch so ein Sprungturm, wie ihr auch gesehen habt und so, und da haben wir uns noch ein bisschen abgekühlt. Da wollte ich die Legere einfach nicht mit hinnehmen, da habe ich nur die GoPro mit gehabt und jetzt geht es ein bisschen einkaufen, damit wir nachher auch was zu essen haben. Noch ein kleines Eis. Eben habt ihr die Drehbrücke von Malchow gesehen. Die dreht sich halt beiseite und dann können die Schiffe da durchfahren. Auch ganz interessant. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So. Und dann geht es auch wieder zum Campingplatz und dann mal schauen, essen. Irgendwie vielleicht noch mal was einkaufen vor. Ja. Spontan gemacht, diesmal weiß ich. So, Abspiel ist wieder angesagt. Also. Ching Chang Chong. Ja! Ich muss immer, ey.
eine Scheiße. Du jedes Mal abwaschen. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird nichts, ey. Das ist nicht gut. Ching, Shang, Chong. Ja, nein! Scheiße. Also ich habe gestern nicht mehr geschafft, den Vlog zu wenden, beziehungsweise hatte einfach irgendwie keinen Turn mehr. Ich habe gestern noch ein bisschen Drohnenaufnahmen gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal hier so ein bisschen die Umgebung zu sehen. Und ihr wisst ja, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr von mir und Oskar sehen wollt, ein Abo dalassen. Und ja, dann geht's heute weiter. Mal schauen, meine Freundin ist jetzt da. Man sieht sie nicht, da sie unter der Decke liegt. Und ja. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.